Hallo Freunde, hier mal wieder ein kleines Video anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums in diesem Jahr, was wir in diesem Monat noch mit euch zusammen feiern wollen. Eine kleine Dokumentation. Ne? In 70 Jahren ist einiges passiert und wir wollten euch mal schon ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Hier ein kleines Video, was da so auf euch zukommt. Das wird eine richtig coole Nummer. Was genau, in welchem Umfang und was und wie und wo. Werdet ihr noch erfahren, hier schon mal ein paar Impressionen, lange Weggefährten mit dabei, hier Fredi Fascher zu sehen im Gespräch mit Jörn. Das wird alles sehr, sehr, sehr cool, Details folgen und jetzt viel Spaß beim Video. Moin Moin, lange nicht gemeldet. Ich dachte, ich mache mal ein kleines Video. Wir haben heute etwas sehr Aufregendes vor uns. Wir sind hier an der University of Europe oder so in Altona, einer Fachhochschule. Und dort ist jetzt das Set eingebaut von unserer Kneipe, was wirklich original im Film das Filmset war. Da nehme ich euch jetzt mal mit und hier verbringen wir heute einen kleinen Tag. Ist so eine kleine Überraschung, hier werden wir ein bisschen was drehen. Aber ich muss es einmal zeigen, das ist total wirklich, ich habe es noch nie live gesehen. Ich nehme euch mal mit. So, wir gehen von hinten rein. Also wenn ihr sozusagen von der Toilette kommt, dann seht ihr hier den bekannten Fahrstuhl. Die Handschuhe hängen natürlich da. Da sitzt auch jemand Bekanntes. Tresenansicht. Ein bisschen großzügiger als bei uns, damit man hier vernünftig filmen kann. Hier ist alles aufgebaut. Ja. Vince ist auch am Start. Ja, hier stand dann, im Film hieß er Herbert, ne? Richtig. Und hat wild ausgeschenkt. Hier ist auch sogar die Tür. Obwohl es die damals nicht gab, ne? Nein. Die war zu der Zeit, wo das Spiel dann nicht da, aber hier ist unsere Kitzelkammer, wie wir sie nennen. Der Gastraum. Das sieht wirklich alles so witzig, ne? Auch die Bänke und so, sieht wirklich alles so original aus. Guck mal, wissen wir wenigstens mal, wo wir Ersatzteile haben, ne? Wenn wir was brauchen, können wir uns hier mal ein bisschen bedienen. Ja, hier wäre die Musikbox jetzt, ne? Ja. Stark. Und hier hängt natürlich auch, damals gab es schon sowas, ne? Geldspielgeräte. Roter Mint. Ja. Oder gab es das da noch nicht? Doch, nee, die gab es schon, als ich Lütt war. Ja? Aber ich weiß nicht, ob sie im Handschuh da schon waren. Das kann ich dir gar nicht sagen. Bestimmt. Wenn es das gab, dann gab es das bestimmt schon, oder nicht? Nicht unmöglich. Eine Zeit lang gab es sie nicht. Und sogar hier, ganz wichtiges Detail, ich sehe sogar die Originalgardinen. Ja. Jetzt bin ich schon wie so ein Touri, ey. Und die Nachbarn dürfen natürlich auch nicht fehlen. Moin, moin. Und auch alles andere persönliche Dinge Auch ich hatte früher mehr Bilder, okay. Aber die werden wohl in irgendeinem Keller auf irgendeinem. Oh. Ja. Ich kann mich daran erinnern, als hier, war das auch irgendwie früher Thema am Küchentisch oder irgendwie so? Also wie? Nein, Gottes Willen. Für mich ein kranker Mensch. Hallo! Moin! Wir wollen uns jetzt auch noch mal kurz vor der großen Feier bei euch melden. Keine drei Wochen mehr. Dann möchten wir mit euch gemeinsam unseren 70. Geburtstag feiern. Am? Genau. 27.06. Jetzt habe ich es. Ab 11 Uhr. Genau, da geht's hier los. Unser Sommerfest wie jedes Jahr. 1 Euro fast alle Drinks, Würstchen gibt es glaube ich auch wieder für 1 Euro. Unbedingt, ja. Gute Laune, gutes Wetter, ist schon alles bestellt. Kartoffelsalat. Fehlt nur noch ihr und wir wollen hier richtig einen losmachen, denn wir feiern 70. Geburtstag, das gibt es nicht alle Tage. Also, wir freuen uns auf euch. Jo, bis dahin. Viel